Traubenlese, wie maschinell geerntet wird. Erdtransport, wo der Schlepper schwimmen lernt. Ökoernte, wo die Herausforderung für den Mähdrescherfahrer liegt. Herzlich willkommen zu Traktor TV, das Magazin. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. 28% der landwirtschaftlich genutzten Flächen in Deutschland sind sogenanntes Dauergrünland. Das entspricht in etwa einer Fläche von 4,6 Millionen Hektar. Zu Dauergrünland zählen die Flächen, die länger als 5 Jahre als Wiese oder Weide genutzt werden. Sie dienen also zur Grünfuttergewinnung. Unser erster Beitrag: Von der Maat bis zum fertigen Ballen, mit großer Technik effektiv gearbeitet. Hier treibt ein Fendt 828 Vario die Mähwerke an. Knapp 280 PS powern unter der Motorhaube. Möglich macht das ein wassergekühlter 6-Zylinder-Dieselmotor von Deutz mit Ladeluftkühlung und Common Rail Hochdruck-Einspritzsystem. Der 828er ist der größte Schlepper der 800er Reihe. 2009 wurde er auf der Agritechnica in Hannover vorgestellt. Seit 2010 wird er in Serie produziert. Er gilt weltweit als der erste Schlepper, der serienmäßig mit der SCR-Technologie ausgerüstet ist. SCR steht für selektive katalytische Reduktion, eine Technik, die umweltschädliche Stickoxide aus den Motorabgasen reduziert. Dies geschieht nach dem Verbrennungsvorgang, in dem den Abgasen das sogenannte AdBlue, eine Harnstofflösung, zugeführt wird. Die chemische Reaktion lässt aus den Stickoxiden Wasser und Stickstoff werden. Beides harmlos und umweltverträglich. Am Heck des 828 Vario läuft hier ein Großflächenscheibenmähwerk von Klaas, das Disco 8550 AS. 8 Meter breit, mit je 7 Mähscheiben an jedem Flügel. Pro Mähscheibe rotieren 2 Messer, die mittels Schnellwechseleinrichtung getauscht werden können. Die Schnitthöhe liegt zwischen 3 und 7 Zentimetern. An der Front des 828 Vario arbeitet das Klaas Disco 3100 FC mit zusätzlich 3 Metern Arbeitsbreite. So kommt der Schlepper hier auf gut 12 Meter Arbeitsbreite und kann so pro Stunde mehr als 10 Hektar mähen. Mal sehen, wie weit Florian Becker und sein 820er Vario mit dem Schwaden ist. Die Heuschwaden nehmen bereits Form an. Schließlich hat Florian den Pöttinger Top 1252C dabei. Ein Vierkreisel-Mittelschwader. An ihm kann er die Arbeitsbreite hydraulisch verstellen. 8 bis 12,50 Meter sind möglich, ebenso problemlos wie das Umschwaden von Hindernissen. Die großdimensionierten Duratec-Kreisel sind für härtesten Einsatz konzipiert. Und ein harter Einsatz ist es auf diesem Gelände in jedem Fall. Extreme Schräglage, verwinkelt. Hier muss Florian gut aufpassen. Wir haben einen Vierkreisel Pöttinger Schwader mit hydraulischen Rechenhilfestellung. Und die Schlepperleistung ist überaus reichend. Aber wir brauchen schon für das Gewicht im Hang. Der Schwader ist 6,2 Tonnen schwer. Wenn es da im Hang steil bergauf geht, dann braucht man schon ein bisschen Gewicht am Traktor. Aber die Leistung langt übrig. Die Leistung, von der Florian Becker spricht, liegt bei 207 PS. Angetrieben von einem wassergekühlten Deutz 6-Zylinder-Motor mit Turbolader, Ladeluftkühlung und Common Rail-Einspritzung ist er mit externer Abgasrückführung ausgestattet. Damit gehört er zu den sogenannten Tier 3-Motoren, die mit dem Image leben müssen, übermäßigen Durst zu haben. Ein Test der DLG im Jahr 2007 konnte jedoch das Gegenteil beweisen. Der 820er Vario leistet mehr pro Liter Diesel, hieß es damals als Fazit im Testergebnis. Jetzt muss sich Florian aber ranhalten, denn in Kürze kommt der Kollege, der die Schwaden zu Ballen pressen soll.
Fest steht, dieser Kollege wird es nicht sein. Denn was der Fahrer noch nicht weiß, lange wird er das geschäftige Tun mit seinem Fendt 826 Vario und der Press-Wickel-Kombination von McHale so nicht mehr durchziehen können. Die McHale Fusion 2 ist ganz neu beim Lohnunternehmen Ernteplus in Lambsbourne. Heute kommt sie zum ersten Mal zum Einsatz und bislang tut sie auch ihren Job. Mit 2 Metern Arbeitsbreite geht es zügig voran. Doch plötzlich steht das Gespann. Was ist geschehen? Ein Hydraulikschlauch ist undicht und muss gewechselt werden. Das übernimmt der eigene Service des Lohnunternehmens. Der Kundendienst von Fendt würde zu lange brauchen. Das ist bei uns nur ein bisschen schwierig. Das ist ein großer Vertriebspartner, der die Fendt veräußert hier. Aber die sind relativ weit weg. Das sind 40 Kilometer hier vom Standort. Und wir machen relativ viel selbst. Nur die größere Sache tun wir dann in die Werkstatt. Wir haben ja Werkstattpersonal, die das machen. Aber wenn jetzt ein Getriebe oder Motor getauscht wird, dann geht er in die Werkstatt. So, die Presse läuft wieder. Jetzt gilt es, die verlorene Zeit aufzuholen. Wie heißt es doch so schön, das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Um guten Wein aber einmal trinken zu können, bedarf es einer qualitativ hochwertigen Ernte der Trauben. Heutzutage passiert hier vieles maschinell. Unser Drehteam hat einen Winzer in der Pfalz bei der Traubenlese begleitet. Die Pfalz, einer der schönsten und vor allem wärmsten Flecken Erde in Deutschland. Hier wächst nahezu alles. Doch für eines ist die Landwirtschaft hier besonders bekannt: Wein. Seine Trauben hängen Mitte bis Ende September satt in den Rebstöcken. Dann steht die Ernte kurz vor der Tür. Was die Winzer mit ihren Erntehelfern früher in mühsamer Handarbeit machen mussten, das erledigt heute eine Maschine. Familie Gart hat dafür 2005 einen selbstfahrenden Vollernter der Firma Ero angeschafft. Die ersten Vollernter früher, hat man gesagt, die ersetzen im Prinzip 100 Leute, 100 Personen. Ich würde sagen, die modernen Maschinen von heute, die ersetzen bestimmt 200 Personen. Der SF 190 wurde bereits 2001 gebaut und von Familie Gart 4 Jahre später gebraucht erworben. Mit etwa 4 Stundenkilometern fährt die Maschine seitdem jeden Herbst durch die Weinstöcke und erntet die Trauben. Also wir fahren über die Rebzeile drüber hinweg und schütteln mit einem Schüttelwerk die Rebstöcke und bei einer Frequenz so um die 400 Mal pro Minute lassen dann die Rebstöcke die Beeren fallen und werden dann über ein Förderband hochtransportiert in den Traubenbehälter. Bevor der Vollernter allerdings in die jeweilige Zeile einfährt, muss Matthias Gart die richtige Höhe des Fahrzeugs einstellen. Jetzt tritt der Vollernter SF 190 in Aktion. Die Frequenz des Schüttelwerks lässt sich hier gut erkennen. Die Trauben, in diesem Fall Müller-Thurgau, fallen so nach unten und werden mit Hilfe eines Förderbands in den Auffangbehälter transportiert. Während der Ernte kann Matthias Gart sein Führerhaus verlassen. Das gibt ihm die Möglichkeit, die Maschine und die Ernte sofort zu kontrollieren. Damit das funktioniert, ist der SF 190 mit einer automatischen Lenkung ausgestattet.
Die sieht an der Fahrzeugfront aus wie zwei Fühler, die den Rebstock erfassen und den Vollernter so in der Spur halten. Das heißt, ich brauche nur in die Rebzeile einfädeln und kann dann die automatische Lenkung aktivieren. Und dann fährt er die ganze Rebzeile durch, ohne dass ich steuern muss. Das macht er automatisch. Wenn der Winzer nicht gerade zu Kontrollzwecken auf dem Ernter unterwegs ist, so bedient er ihn mit einem Joystick. Für einen Hektar Weinanbau benötigt der selbstfahrende Vollernter SF190 von Aero etwa 3 Stunden. Im Vergleich zu früher also eine wesentliche Arbeitserleichterung, vor allem bei der Größe des Weingut Gart in Edesheim in der Pfalz. Wir bewirtschaften 27 Hektar Weinberge und ja, also ich würde behaupten 50% Rotweinsorten, 50% Weißweine. Dadurch, dass wir noch Jungpflanzen produzieren, müssen wir so gut wie fast alle Sorten bei uns im Programm haben, die bei uns in Deutschland auch zugelassen sind und haben deswegen ein breites Sortenspektrum. Um die Blätter und vor allem Gerippe noch besser auszusortieren, hat der SF190 der Familie Gart an der Seite einen sogenannten Entrapper. Die Stiele bleiben größtenteils am Rebstock hängen. Das heißt, wir haben nur Beeren. Oder, falls es gewünscht ist, können wir noch einen Entrapper, das ist ein zusätzliches Gerät, haben wir auf der Maschine mit draufgebaut, können wir da nochmal die vereinzelten, wir sagen Rappen dazu, können wir da aussortieren und die fallen gleich im Weinberg wieder aus. Sind die Trauben schließlich geerntet, werden sie möglichst zeitnah zurück ins Weingut gefahren. Bevor die Früchte jedoch gepresst und der Saft eingelagert wird, reinigt Matthias Gart die großen Tanks im Weinkeller und bereitet sie vor. Dann wird die Maische mittels einer Förderschnecke und einem Schlauch vom Anhänger in die große Presse gepumpt. Jetzt kann gekeltert werden. Die funktioniert folgendermaßen. Es ist die eine Hälfte vom Mantel, der sich drehen kann. Die eine Hälfte ist mit Löchern versehen, mit Schlitzen. Da kann der Saft austreten. Die andere Hälfte ist zu. Und dazwischen liegt eine Membran, eine Plane, starke Plane. Die Kelter wird befüllt durch die Zentralbefüllung, dreht sich dabei. Und während dem Pressvorgang wird dann zwischen dem Zunenmantel und der Membrane wird Druckluft eingeblasen, sodass sich die Membrane an die Trauben drückt und drückt dann den Saft durch diese Schlitze. Wir wollen bei dem Pressvorgang die Traubenschalen, die Kerne, die da drin sind, und wenn noch ein Stiel dabei ist, das wollen wir nicht verletzen. Sonst kriegen wir zu viel Gerbstoffe in den Wein und das beeinträchtigt die Qualität. Etwa 3 Stunden dauert dieses Prozedere. Der Traubensaft läuft über einen Schlauch direkt in den vorbereiteten Tank. Mit einer Förderschnecke transportieren die Winzer die Pressrückstände wieder in den Anhänger. Was aussieht wie Rosinen, wird schließlich als Dünger wieder zurück in den Weinberg gebracht. Damit auch im nächsten Jahr die Winzer wieder die hervorragenden Früchte ihrer Arbeit ernten können. Wir verlassen nun für einen kurzen Augenblick die Landwirtschaft und wenden uns der Renaturierung eines Flusslaufes zu. Warum? Weil dort auch Traktoren im Einsatz sind. 45.000 Kubikmeter Erdreich sollen hier bewegt werden. Denn hier an der Ems bei Greffen-Harsewinkel in Nordrhein-Westfalen soll der Flusslauf renaturiert werden. Das heißt, das Flussbett wird verbreitert, die Flusstiefe angepasst. Hier im Einsatz sind 2 der 3 Case IH Puma 210 des Garten- und Landschaftsbaubetriebes Rühl und Brummel GmbH. 2007 waren die Entscheider des Unternehmens auf der Agritechnica auf die Pumas aus dem Hause Case IH aufmerksam geworden. Ja, wir haben also Wert drauf gelegt, weil wir also viele Baustellen haben, wo die Leute
auch mit den Schleppern schon mal zu zweit zurückkommen müssen, dass also Schlepper und Baggerfahrer vielleicht mal noch abends wieder mit nach Hause müssen und die Kabinen also sehr groß sind. Sie haben also einen super noch Beifahrersitz, wo man also als erwachsene Person gut sitzen kann. Sie haben eine super Rundumsicht, sind relativ sparsam und der Trecker gefiel mir einfach so. Vom ganzen Handling gefällt mir der Trecker sehr gut. Tja, und das sieht man nun nicht alle Tage. Fast schon wie ein Amphibienfahrzeug schiebt dieser Puma 210 das Wasser vor sich her. Denn das abgetragene Erdreich muss auf die andere Flussseite transportiert und abgekippt werden. Zeit ist knapp. Daher wählte man hier den direkten Weg und hat ca. 10.000 Kubikmeter Kies in die Ems gefüllt, um eine Trasse für die Traktoren zu schaffen. Die Schlepper selbst sind Standardschlepper, wie sie auch in der Landwirtschaft im Einsatz sind. Im Inneren der Pumas schlummert ein 6-Zylinder-Turbomotor mit Ladeluftkühlung. Der Allradantrieb ist auf dieser Baustelle Pflicht. Der Radstand liegt bei etwa 2,8 Meter. Lediglich das Frontgewicht und die 700er-Bereifung wurde verändert. Dennoch, eine kleine Besonderheit haben die Pumas bei Rühl und Brummel. Man spielt ja ein bisschen rum und man macht ja und tut. Und die sind jetzt alle mit einer Box versehen und die haben wir dann nochmal um 30, 40 PS nach oben geschraubt. Dadurch ist der Spritverbrauch besser geworden und sie haben einfach mehr Reserven. So verfügen die beiden Schlepper nun über weit mehr als 210 PS laut Liste. 10 bis 12 Kilometer pro Stunde fahren die Gespanne hier zum Teil. Dennoch fragt man sich, warum überhaupt Traktoren auf einer Baustelle einsetzen? Ja, Traktoren sind einfach flexibel, das heißt, sie sind also vom Bodendruck her viel besser wie LKWs. Sie sind längst nicht so schwer, sie sind einfach besser zu fahren und sie sind einfach mehr einsetzbar. Wir haben auch andere Maschinen wie so Aufreißhaken, Tiefengrundhaken, Fräsen, Fluch, solche Sachen, die wir auch für diese Baustellen brauchen. Und so ein Schlepper ist eben mit Tieflader, ist überall einsetzbar. Ne? Wir haben also Tieflader, wir transportieren auch unsere ganzen Maschinen mit den Schleppern. Sie sind schnell auf der Straße, das macht also heute nicht mehr viel aus, ein LKW oder ein Schlepper. Und wie gesagt, eben durch solche Sachen, wie wir jetzt hier durch die Bäche fahren und sowas, das machen Schlepper einfach besser mit wie LKWs. Ne? Wir sind jetzt dieses Jahr, wir haben diese drei ziemlich zeitgleich gekauft und sind jetzt dabei, eine Tridermulde zu kaufen mit einem 225er Case. Da sind wir gerade in Verhandlung mit Case und das wird wohl dieses Jahr noch ein Schlepper dabei kommen, dass wir dann also vier Stück haben, weil das auch für uns runterläuft. Wir haben immer mehrere Baustellen und dann ist drei ist einfach unrund und so können wir immer bei einem Bagger zwei Maschinen laufen lassen und deswegen haben wir uns dann zum vierten entschieden. Und da wir sehr viel Straßentransporte machen, auch für eine Tridermulde, also die nehmen dann 15 Kubikmeter Wassermaß mit. In der Baustelle können sie da bis zu 20 Kubikmeter laden und deswegen auch der etwas größere Schlepper, der 225er, dass wir da noch ein bisschen mehr Reserven haben. Bis die Renaturierung der Ems abgeschlossen ist, werden die Case IH Puma 210 der Firma Rühl und Brummel noch viele Male den Fluss queren. Traktoren eben im Spezialeinsatz. Die ökologische Landwirtschaft will ihre Erzeugnisse möglichst naturschonend und ohne Einsatz bestimmter Pflanzenschutzmittel, Mineraldünger oder gentechnisch veränderter Organismen herstellen. Wir haben einen Biobauern besucht, bei dem die Ernte von Triticale anstand. Triticale ist eine Kreuzung aus Roggen und Weizen, bei der die Anspruchslosigkeit des Roggens mit der Qualität des Weizens verbunden wurde. Jetzt stand also die Ernte an und für den Mähdrescherfahrer war das eine kleine Herausforderung. Nicht zuletzt, weil auf dem Triticale-Feld eine Untersaat mit Kleegras dabei war. Diese Tankrechnung würde so manche Kreditkarte sprengen. Den Tankstellenpächter allerdings dürfte der Besuch des Case IH-Dreschers vom Bauernland Hanke freuen.
Peter Jakob füllt seine Maschine für den nächsten Ernteeinsatz auf. Die Fahrt führt nun über Landstraßen hin zu einem ökologischen Schlag in der Nähe von Wilten. Also wir haben hier Tritikale angebaut. Wir haben eine Fruchtfolge im Ökolandbau, weil wir ja den Stickstoff in den Boden zur Verfügung stellen. Da sieht man hier, wir bauen Klee an, das Tragen des Fruchtfolgeklees. Dann haben wir Tritikale hier angebaut, dann kommt eine Sommerung und dann kommt wieder eine Winterung mit Untersaat von dem Kleegras. Am Feld angekommen, stellt Peter Jakob erst einmal den Mähdrescher ein. Der Schlag ist sehr dicht bewachsen. Die Stängel sind noch feucht und grün. Deshalb fährt er erst einmal eine Teststrecke und darf dabei nicht zu schnell in das Feld hineinfahren. Sein Case IH 2388 mag nämlich keinen hohen und feuchten Massedurchsatz, sagt er. Also lieber ein bisschen vorsichtiger fahren, denn diese Fläche scheint wie ein undurchdringlicher Ackerfilz zu sein. Die Schwierigkeit ist, dass wir eigentlich alle Früchte, die ausgebracht sind, ernten wollen und möglichst wenig Fremdbesatz drin haben wollen. Aber da es zwei unterschiedliche Sorten sind und das Erntegut halt schlecht zu separieren ist, ist es immer schwierig, den Drescher richtig einzustellen dafür. Nach dem Testlauf durch den Mix aus Tritikale, Bohnen und Klee wird das Ergebnis erst einmal abgebunkert. Das Ergebnis zeigt, der Rotordrescher ist hier goldrichtig eingesetzt. Denn der Axialflow-Rotor von Case IH drischt das Korn einfach schonender als die Konkurrenz. Deshalb wollte Ökolandwirt Matthias Mörl auch unbedingt diesen Mähdrescher für die Ernte auf seinem Feld. Und das Druschergebnis überzeugt den Landwirt. Allerdings lässt der Ertrag mehr als zu wünschen übrig. Mit diesem Jahr sind wir nicht zufrieden, weil die Winterungen sind, haben wir vorher sehr feucht reinbringen müssen und deswegen ist es dieses Jahr eine Katastrophe. Der Case IH setzt sich wieder in Bewegung. Langsam, sehr langsam. Auf einem konventionell bewirtschafteten Schlag könnte Peter Jakob schneller fahren. Aber in der ökologischen Landwirtschaft ist beim Drusch eher Fingerspitzengefühl gefragt. Für mich ist es egal, also ich mache beides gern. Beim ökologischen Mähdrescher ist es halt ein bisschen kniffliger, den Mähdrescher richtig einzustellen und dem Wunsch des Bauern zu entsprechen, was beim konventionellen Mähdrescher halt einfacher geht. Wenn man da nur die eine Frucht hat, die man ernten muss und der Drescher dann meistens schon von seinen Grundeinstellungen her schon nahe den optimalen Einstellungen ist. Und so arbeitet sich der 2388 gemächlich durch den Tritikale, Bohnen und Kleemix. Peter Jakob wird heute wieder lange, sehr lange dreschen müssen. Aber so ist das nun mal zur Erntezeit. Sie nannten sich Belarus MTS-5, CETOR oder Dudra D4K. Sie kamen aus der Sowjetunion, aus der Tschechoslowakei oder aus Ungarn. Sie alle waren Importtraktoren, die in der ehemaligen DDR eingesetzt wurden. Viele dieser alten Schlachtrösser sind Opfer der Schrottpresse geworden. Gerade den Dudra D4K hat dieses Schicksal ereilt. Warum, fragen Sie jetzt? Das erklären wir Ihnen gleich. In den 60er Jahren fertigte man in Ungarn, dem Nachbarland Rumäniens, einen wahren Giganten. Der Dudra wurde im Budapester Traktorenwerk Roter Stern gebaut. So auch dieser D4K B. Von 1964 bis 1975 stellten die Ungarn etwa 15.000 Einheiten her. Die DDR importierte etwa 4.000 davon und war damit der größte Exportkunde. Aber auch die Engländer importierten den Dudra, allerdings mit einem anderen Motor. Die sozialistische Variante des 5 Tonnen schweren Traktors wurde von einem Scheppelmotor angetrieben, der für ungarische Busse konstruiert wurde. Und den haben die dann gleichzeitig mit hier in die Traktoren eingebaut. Da gab es einen großen, das ist der 6-Zylinder mit 9 PS und der kleine ist der 4-Zylinder mit 65 PS. Und dann haben die natürlich noch vor dem andere gebaut, einen UE28, der hatte bloß einen 2-Zylinder drin. Aber der ist bei uns in der DDR nie zum Laufen gekommen. Also hier waren bloß der A, was der 4-Zylinder ist, und der B, große der 6-Zylinder.
Im sächsischen Pirna hat die Traktorgang einen D4KB zum Leben erweckt. Jetzt erstrahlt er wieder im DDR-Dutra-typischen Lichtblau. Den gesamten Motor haben die Pirnaer auseinandergenommen. Dichtungen, Simmerringe, Elektrik, Bremsbeläge. Der Dutra wurde hier also zum zweiten Mal gebaut. Und ein paar Details, auf die ein LPG-Mitglied verzichten musste, wurden noch hinzugefügt. Was unsere Fahrzeuge noch ausmacht, alles was wir bisher restauriert haben, ist die exklusive Ausstattung Schlangenleder. Wird wirklich nur bei uns verbaut und ist immer ein Hingucker. Ist natürlich Kunstleder, keine echte Schlange. Der Sechszylindermotor ist vorgeglüht. Der Dutra setzt sich in Bewegung. Laut ist es und der Fahrkomfort ist recht bescheiden. Ohne Anhängelast wippt der Dutra mehr, als dass er fährt. Die Dutras wurden eben für die schwere Ackerarbeit gebaut. Als Straßenzugmaschine waren die 5 Meter langen Ungarn aufgrund ihrer ungünstigen Gewichtsverteilung nicht besonders geeignet. Zudem war die lange Schnauze, in der das gesamte Gewicht des Motors lagerte, gerade bei Kurvenfahrten vom Nachteil. Oft endete die Fahrt an Hauswänden oder Bäumen. Trotzdem pflügte dieser Allradschlepper bis Mitte der 70er Jahre die halbe DDR um. Doch dann kam der moderne Sowjetriese K700 und die fortschrittlichen ZT-Traktoren made in GDR. Und jede LPG, die so einen modernen Traktor haben wollte, musste zuvor ihren Dutra verschrotten. Stahlschrott war damals knapp und deshalb starben die Dutras in der DDR aus. Mike Neumann war in dieser Zeit Lehrling und erlebte wie seine Kollegen den einzigen Dutra der LPG zerstörten. Das war schon zu der damaligen Zeit, war das schon ein Erlebnis, wenn man sowas fahren durfte. Aber ich durfte oder hatte eben das, nie das Glück, den längere Zeit zu fahren, weil den hatte ich und die alten Bauern, die wollten unbedingt eben eine große Kastanie ziehen. Und es ging eben nicht gleich so richtig und zweimal hin und her und Seil, Blatt, bumm, und auf einmal war er halbiert. Da ist das Mitteltunnel ist im Prinzip von den Schrauben weggerissen. Dann war das Vorderteil für sich und das Hinterteil für sich und da hat sich das erledigt. Da wurde es jetzt doch wieder einer, der verschrottet wurde. Und hier steht er, der russische Riese, der dafür verantwortlich ist, dass der Dutra in der DDR fast ausgestorben war. Der K700. Gegen die weit über 200 PS unter der gelben, monströsen Stahlkonstruktion wirkt der Dutra eher klein und zerbrechlich. Aber hier bei der Weltmeisterschaft im Natursteinwalzenziehen im Oberlausitzer Chemnitz will auch die Traktorgang zeigen, was unter der Haube ihres Dutras steckt. Bei der WM müssen tonnenschwere Steinwalzen über ein aufgeschüttetes Kiesbett gezogen werden. Zum Teil recht spektakulär, wie bei diesem Lanz-Halbdiesel mit 24 PS. Mike Neumann, der Fahrer des Pirnaer Dutras, beobachtet dabei seine Konkurrenz interessiert. In der größten Klasse müssen die Boliden eine 4 Tonnen Steinwalze über den Kieshaufen ziehen. Für diesen 150 PS John Deere aus dem Jahr 1966 natürlich kein Problem. Aber schafft es auch der Dutra, der Traktorgang aus Pirna? Mike Neumann sitzt angespannt in seiner Fahrerkabine. Denn alle Traktoren müssen den Wettkampf ohne Allradzuschaltung bestreiten. Los geht's. Beim Training waren die 90 PS einfach zu schwach für den Kiesberg. Und jetzt? Hat er sich eine Taktik abgucken können? Der Dutra sprengt alle Abgasnormen. Schwarz steigt die Rauchsäule in den Himmel. Der ungarische Gigant gibt wirklich alles. Doch den Hügel bezwingt er nicht. Trotzdem feiern die Pirnaer ihren Giganten. Einzig Mike Neumann scheint ein wenig unglücklich. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Aber der Sand ist doch ganz schön hartnäckig. Mit Allradzuschaltung wäre der Kiesberg zu bezwingen gewesen. Das beweist wenig später ein weiterer Dutra D4KB. Die 4-Tonnen-Walze wird wie ein Spielzeug über den Kiesberg gezogen.